nicht nur die Schmetterlinge lieben ihn ganz besonders. Der Sommerflieder steht mit seiner Üppigkeit, seiner Farbenvielfalt und mit seiner Blühfreude als ein Aushängeschild für diese Zeit in unseren Gärten. Eine wunderbare Zeit und auch die ideale Zeit für einen Besuch in der Baumschule Hellwig. Es blüht wirklich fantastisch. Es ist eigentlich die schönste Jahreszeit. Jetzt sieht man, was man kauft. Und das ist der Vorteil, um diese Zeit in die Baumschule zu gehen und zu schauen, sich zu inspirieren. Und wenn man will, auch meinetwegen im Herbst pflanzen. Egal. Aber es lohnt sich. Das ist wohl angesichts dieser Bilder keine Frage. Ob Stauden in großer Auswahl, Rosen in unvergleichlicher Schönheit oder beeindruckende Rispenteller und Bauernhortensien. Es ist eine Freude, sich hier umzuschauen. Hortensien sind bekanntermaßen ziemlich durstig. In diesem Sommer mit heißen, aber auch regenreichen Phasen geht das Gärtnern in unseren Breiten insgesamt recht gut von der Hand. Das kann man nicht anders sagen, es macht Spaß im Garten. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt solche Temperaturen haben, um die 20 Grad, perfekt, eigentlich schön. Man konnte nie so richtig ins Schwitzen. Und man muss nicht von morgens bis abends den Wasserschlauch in der Hand haben. Sicherlich, aber es ist aber auch kompliziert. Manche Pflanzen neigen dann zu Krankheiten wie Mehltau, Sternrußtau bei Rosen. Also es gibt dann schon auch Sachen, wo man dann hingucken muss. Aber ich merke es auch in den Abverkäufen, die Leute kaufen mehr dieses EM, diese effektiven Mikroorganismen. Wer regelmäßig bei uns reinschaut, weiß, mit diesen Spritzmitteln werden keine Schädlinge vergiftet oder Krankheiten behandelt. Mit diesen Mitteln werden die Pflanzen aktiv gestärkt und widerstandsfähig gemacht. Ganz natürlich durch die Schaffung gesunder Mikrobiologie. Die ideale Pflege, wie schon erwähnt, auch für Rosen. Rosen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind das nicht herrliche Rosen in allen Wuchs- und Blütenformen und in prächtigen Farben? Es finden sich Klassiker, aber auch Neuheiten im Sortiment. Diese hier zum Beispiel. Sie entwickelt mit ihren Blüten reizvolle Farbverläufe. Deshalb wurde die Sorte auch Eisvogel getauft. Übrigens duftet sie auch. Ilona Hellwig hat gleich noch eine Empfehlung. Sie trägt einen Namen aus MacPom. Ja, die Hansestadt Rostock, also die ist ein Dauerbrenner. Und sie ist sehr, sehr gesund, hat eine fantastische Blüte, eine Blattgesundheit, die ist vom Feinsten. Wir haben sie als Büsche hier, das ist eine Beetrose. Und wir haben sie auch als Hochstämme, die enttäuscht nie, im Gegenteil. Stichwort Hochstämme, eine sehr beliebte Rosenwuchsform und reich hier im Sortiment vertreten. Richtig Freude macht sie aber erst mit dem richtigen Schnitt. Das ist wirklich wichtig, da nicht zu zaghaft zu sein. Man kann das dreimal machen, dann hat man immer wieder einen neuen Flor. Also hier ist jetzt die Rose fast am Abblühen und wir schneiden die runter. Was radikal aussieht und manchem vielleicht sogar wehtut, sorgt letztlich für mehr Blütenpracht. Und falls eine Blüte noch gut aussieht, weiß sie ja auch in einer Vase zu erfreuen. Nach dem Rückschnitt entwickeln sich innerhalb von 14 Tagen neue Triebe und weitere 14 Tage später sieht der Stamm dann wieder so aus. Das lohnt sich doch wirklich, oder? Zum Abschluss unseres Besuchs in der Baumschule Hellwig noch ein Schwenk in eine andere beliebte Abteilung des Gartens. Das Obstsortiment hat seine Durststrecke vom Saisonbeginn nun definitiv hinter sich. Wir haben momentan noch keine Halb- und keine Hochstämme bei Obst, aber ansonsten haben wir ein sehr schönes Sortiment wieder. Wir haben Pfirsiche, Aprikosen und. Also egal, die ganze Palette an Obst, egal ob Stacheljohannisbeeren, Rhabarber, wie er hier vorne steht, Heidelbeeren, alles was dazugehört, die ganzen Beerenfrüchte, Erdbeeren sind auch eingetroffen, Erdbeerjungpflanzen, egal Himbeeren, Brombeeren, alles was dazugehört, bieten wir an wieder und in super frischer Qualität. Also gleich mehrere gute Gründe in der Baumschule Hellwig vorbeizuschauen. Auch wir werden mit der Kamera in einigen Wochen wieder hier vorbeischauen. Dann soll es noch einmal intensiver um das Thema Obst gehen.